Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Ein tödlicher Unfall ist gestern Nachmittag bei Adelkofen, Kreis Landshut, passiert. Eine junge Frau krachte mit ihrem Auto frontal in einen entgegenkommenden LKW. Die 22-Jährige wurde noch mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie aber wenig später an ihren schweren Verletzungen. Warum die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang unklar. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mindestens 35.000 Euro. Gute Nachrichten von der Agentur für Arbeit. Im Bezirk Landshut-Pfarrkirchen ist die Arbeitslosenquote im Oktober gesunken. Im September lag sie noch bei 3,1%, jetzt sind es nur noch 2,8%. Vor allem bei Jüngeren hat die Arbeitslosigkeit abgenommen. Das liegt laut Arbeitsagentur unter anderem daran, dass an Fachschulen der Unterricht wieder begonnen hat. Zudem hätten Betriebe nach Ferienende wieder vermehrt eingestellt. Arnsdorf bekommt die nächste Asylbewerberunterkunft im Landkreis Rottal-Inn. Bis zu 30 Menschen werden in einer ehemaligen Pension untergebracht. Ein entsprechender Mietvertrag wurde jetzt unterschrieben. Wie das Landratsamt heute mitteilt, aus welchen Ländern die Asylbewerber kommen, ist noch nicht klar. Schlechte Nachrichten für die Autofahrer im Raum Landshut. Die Sperrung der B15 Alt zwischen Essenbach und Ergoldsbach dauert noch bis 6. November. Das teilte die Autobahndirektion Süd mit. Wegen des Regens konnte erst Anfang dieser Woche mit den Asphaltierungsarbeiten begonnen werden. Dadurch verzögert sich die Freigabe der Straße. Eigentlich hätten die Bauarbeiten morgen abgeschlossen sein sollen. Weitere Nachrichten unter radio-trausnetz.de.